der neue Power Tower der Energie AG, die Konzernzentrale eines oberösterreichischen Leitbetriebs, das erste Bürohochhaus mit Passivhauscharakter. Im August 2008 wurde der Power Tower mit einem riesigen Fest eröffnet und von den Mitarbeitern bezogen. Alle haben Platz, nur einer nicht, der FSG-Betriebsrat. Für Beratungen und vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitern wäre ein eigenes Büro notwendig, wie es auch der ÖAAB-FCG-Betriebsrat hat. FSG-Vorsitzender Christian Strobel erinnerte den Konzernvorstand schon vor einem Jahr per E-Mail daran, dass ihm eigentlich ein eigenes Büro zugesagt wurde. Niemand machte sich die Mühe zu antworten und die FSG steht nach wie vor auf der Straße. Diese Thematik, kein FSG-Betriebsratsbüro für unsere Fraktion, zieht sich nun schon seit über ein Jahr. Wir haben uns immer als FSG zu diesem Neubau, zu diesem Power Tower bekannt, haben dies auch im Aufsichtsrat unterstützt und werden jetzt eigentlich dafür bestraft, in jener Form, dass wir kein Büro in diesem neuen Gebäude bekommen. Hatten Sie vor der Übersiedelung andere Zusagen? Wir berufen uns auf die Aussage unseres Generaldirektors, der bei der Aussiedelung aus dem alten Gebäude gesagt hat, wer im alten Gebäude ein Büro hat, der hat auch im neuen Haus einen Platz bzw. ein Büro. Und ich hoffe, dass das Wort des Herrn Generaldirektors nach wie vor zählt.